Mir klingt ein Lied in Ohren aus uralt heiliger Nacht. Ein Kindlein ward geboren, das hat uns Heil gebracht. Trüb durch den Nebel flimmern die Sterne allzumal, doch hell und heller schimmern die Lichter drin im Saal. Da quillt und wogt entgegen, wenn silbern die Glocke ruft, wie aus des Walds Gehegen lebendig warmer Duft. Da grünst zu holden Troste des Lebens Unterpfand, ob auch im Todesfroste erstarrt das ganze Land. Da wandelt ein Beglücken von Hand zu Hand, da sprüht ein strahlendes Entzücken im Auge und Gemüt. Ja, dem Beglückungstriebe, o schöne Weihnachtszeit, hat dich die ewige Liebe zuallererst geweiht. Mir klingt ein Lied in Ohren, uralter Zaubernacht. Es ward das Licht geboren, es schwand die längste Nacht. Dieses Gedicht ist von Ernst Rauscher von Steinberg. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch allen. Ja, meine Lieben. Es ist wieder soweit und wir öffnen heute das Türchen Nummer 23. So schwer ist die Suche ja jetzt nicht mehr. Die 23 ist hier und die öffne ich jetzt. Das mit der Schokolade behält seine Gültigkeit. Mag gerade nicht, ne? Aber da haben wir eine Kerze. Die Schokolade lege ich wieder hier rüber und ich zeige euch auch das Bildchen. Da ist es. Die Motive sind richtig niedlich und ja, wir sehen uns jetzt gleich beim verlassenen Adventskalender vom Mone. Bis gleich. Oh, guck mal. Ja, wo mag sie denn sein, die 23? Da ist sie natürlich und ja, damit gehe ich jetzt zum Tisch und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, da bin ich wieder. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was da heute in dem Päckchen drin ist. Ich muss hier mal meine Kamera rumschieben. Ich weiß nicht, wie ich euch hier richtig hinstellen soll, damit ich euch das richtig zeigen kann. Jetzt seht euch das mal an. Das ist doch hübsch, ne? Das ist wieder so, das mag man eigentlich gar nicht aufmachen. Aber ich bin viel zu neugierig und muss das natürlich aufmachen. Und außerdem, ich bin es ja dem Mone auch schuldig. So, die 23, die popel ich mir ja wieder ab. Wie immer kennt er ja schon. Und ich fissel jetzt direkt mal das Schleifchen hier oben auf. Ja, da natürlich ist da ein Knoten drin. Und ja, den fissel ich jetzt auch auf. Oh, mein Nagel schon wieder eingerissen. Und ich hab den doch erst abgeschnitten. Was soll denn das? Ja. Autschi Bautschi, das ist jetzt irgendwie richtig blöd aufs Nagelbett gekommen. Aber, ich habe zumindest schon mal den ersten auf. So. Und Nummer 2. Ich bin ja auch so, ne? Wenn ich was einpacke, ich verknote das ja auch, ne? Gnadenlos. Da ist es. So, und hier mache ich das Beutelchen auf. Tede, tede. Und nein, ich habe aufgezogen. Das wollte ich doch gar nicht. Mensch, ausgerechnet hier hinten. Ne? Mann, guck mal, wie hübsch das ist. Und so eine große Zuckerstange. Da wird sich Kleinchen aber freuen. Dann hat sie eine große, die sie festhalten kann. Ne? Bei den Kleinen sagt sie immer, die kleben. So, aber mögen tut sie die, ne? Ja, ich bin mal gespannt, ob Kleinchen noch Süßes mag. Ich glaube, selbst ihr vergeht das so langsam. So,
Auf jeden Fall wieder sehr hübsch. Ja, Mone, du sagtest ja, du warst im Boxenrausch, ne? Man merkt es auch überhaupt gar nicht. Nein. Aber wir wollen jetzt erstmal das schöne Papier hier bewundern. Ich werde es auf jeden Fall bewundern, weil ich das wirklich richtig, richtig fein finde. Ne? Und das ist ja überwiegend grün, also ganz meins. Ja, guckt mal, hübsch, ne? Ich bin begeistert von diesem Papier, wirklich. Ich mach's auf und dann schauen wir mal rein. Und, oh, ich weiß schon, ich weiß, was es ist. Ich sehe noch gar nicht wirklich, aber ich weiß, was es ist. Es ist nämlich jetzt eine große Eule und jetzt, ich kipp die einfach aus. Da ist sie. Meine kleine Eule hat jetzt eine große Schwester bekommen. Ach, wie süß. Und hey, Sweetie steht da drauf. Wie niedlich. Mann, Mann, Mann. Ich habe sie nämlich bei Pahara schon bewundert und habe gedacht, nun gut, sie hat halt zwei gekriegt, ne? Aber ich hatte im Stillen gehofft, dass da für mich auch noch eine ist. Und es ist so. Und da ist sie. Und will genauso wie die kleine Schwester nicht raus. Ich sollte vielleicht hier oben mal lesen. Ja, es ist Handcreme. Rose steht da drauf. Rose, ne? Also mit Rosenduft. Wollen wir mal gucken, ob es Rosenduft ist oder ob es wie bei Pahara nach Kokos riecht, ne? Ach, die sind so süß, ne? Mann, 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 Mann. Also, das Lippenbalsam war schon mal sehr gut und lecker. So. Oh, es ist verschlossen. Ich mach's jetzt auf und schnupper mal. Ja, die riecht auch tatsächlich nach Rosenduft. Oh. Ja, die riecht wirklich toll, ne? Und dann patsche ich jetzt nicht mit den Fingern rein. Ich mache das jetzt anders. Ich will ja jetzt auch wissen, wie die so ist, ne? Deswegen schmier ich mir die hier von dem Teilchen auf den Handrücken. Und. Weil mit Körperwärme sind die Düfte ja dann doch noch mal ein bisschen anders und das werden wir jetzt ausprobieren, ne? So, kurz einwirken lassen. Ich nehme in der Zwischenzeit mal ein Schlückchen Kaffee. So. Und dann sage ich euch gleich, wie es duftet. Also, jetzt mal ganz ehrlich. Normalerweise bin ich nicht so für Blumendüfte, weil die immer ziemlich aufdringlich sind, ne? Ihr kennt das bestimmt, ne? So blumige Parfums, so, die sind süßlich und also für mich ist das nichts, ne? Ich mag so süße, extreme Düfte nicht, aber diese Handcreme hier, die ist im ersten Moment auch sehr süß und aufdringlich, aber sobald sie anfängt einzuziehen und sich mit der Körperwärme verbindet, ist dieser Geruch nur noch ganz dezent. Und das ist, ja, ist perfekt. Perfekt, liebe Mone. Es verfliegt schon und es bleibt wirklich nur ein ganz, ganz, ganz ebener Duft zurück und oh, ja, das ist schön. Das gefällt mir sehr gut und das ist auch so eine Handcreme, dann die werde ich öfter benutzen. Die wird vermutlich nicht sehr lange bei mir halten, weil durch die ganzen, ne, Basteleien, da muss man ja ständig seine Finger schrubben, wie nichts Gutes. Da hat man ja auch trockene Hände und ja, das Alter tut ja sein Übriges. Ja, so süß, ne? Also die kommt in mein Badezimmer mit der kleinen Schwester zusammen und wehe, die will einer anfassen. Dem hacke ich direkt die Hände ab, ne? Die sind so ultra süß. Guck mal. Guck doch mal, wie niedlich ich gucke. Ach ja, so süß. Dankeschön. Vor allem, guck mal, die
Füßchen von ihr, die sehen ja aus wie Herzen, ne? Ob das so gewollt war oder ob das eher Zufall ist, auf jeden Fall total niedlich. Oh, ich hab die so lieb jetzt schon. Ich war eigentlich nie so der Eulentyp, aber die sind ja schon putzig. Muss ich sagen, genauso wie von Sunny, die gehäkelte Eule. Ja, ihr macht mich auch noch zum Eulenfreak. Das kann doch nicht wahr sein mit euch hier. Was soll ich mit euch machen? Hm? Dankeschön, Mone. Ja, und dann sehen wir uns morgen das allerletzte Mal bei diesem Adventskalender. Ich bin schon ein bisschen traurig, ne? Aber es ist nun mal so, ne? Der Zahn der Zeit. Nun gut, meine Lieben, ich sage mal, bis morgen. Tschüss.